Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht wieder weiter mit Wohin des Weges. Wir befinden uns heute im Bennekenstein und möchten mit euch zum Sophienhof gehen und auf dem Weg dorthin natürlich Stempel sammeln. Genau, geparkt haben wir jetzt hier am Bahnhof Bennekenstein. Da fährt die HSB immer lang und da möchten wir am Ende wieder zurückkommen. Jetzt müssen wir hier erstmal durch Bennekenstein wandern und dann kommen wir irgendwann am Wald an. Heute ist es mal ein bisschen frischer, endlich mal ein bisschen herbstlicher und ich habe leider noch eine Blase am Fuß, da ich erst vor ein paar Tagen auf dem Brocken war. Bennekenstein ist ein richtig verschlafenes Örtchen, aber irgendwie voll süß. Genau, und zum Sophienhof möchten wir mit euch hin und dann würden wir von dort aus mit der HSB wieder zurückfahren. Hier sind voll viele Wiesen und Tümpel. Ich finde das richtig schön hier. Ich war hier schon mal wandern mit zwei Freundinnen, weil eine aus der Umgebung von hier kommt. Und damals sah das noch ganz anders aus. Aber ich glaube, wir sind auch einen anderen Weg gelaufen. Und ich hatte nicht mal ein Stempelheft dabei. Aber das passiert mir sehr, sehr oft. Doch, hier bin ich mal lang gegangen. Und das sieht so anders aus. Weil hier war überall Wald. Der ist jetzt natürlich weg und liegt da. Ja, hier ist ein Bach. Schön. Wir sind jetzt hier bei der Kreuzung und wir müssen jetzt einmal nach rechts, um den Stempel zu holen. Und dann geht man wieder hier lang, denke ich mal. Sieht richtig cool aus. Schön. So, da kommt der erste Stempel. Das ist der Stempel 47, Oberharzblick am Buchberg. Bei dem Stempel 47 war jetzt eigentlich nur eine Sitzbank und ein Hochsitz, mehr nicht. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Kreuzung, das ist aber nicht weit. Und dann geht's zum Stempel 48. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Wie geht's weiter? Nee, er bringt uns bunte Blätter. Nee, wie geht das denn weiter? Ich habe schon wieder so viele Spinnennetze überall. Da ist die Schiene der HSB. Auf dem Weg ist man echt viel allein. Also ich meine, wir haben heute Samstag, wo eigentlich immer sehr viele wandern gehen. Und trotzdem haben wir noch nicht so viele Menschen getroffen. So, wir gehen jetzt erstmal von den Schienen weg und wieder in den Wald rein. Wir haben hier echt super wenig Schatten auf der Strecke. Ja. Das Mittelteil sieht eher ein bisschen gleich aus. Also abgeholzte Bäume, diese Wiesen. Ja. Links von uns befindet sich schon Thüringen und hier Sachsen-Anhalt. Jetzt müsste der zweite Stempel kommen. Ach, ein Teich. Ach, schön. Toll. Das ist der Stierbergteich. Also kommt jetzt gleich der Stempel. So, ich dachte, der sei hier. Wow, fast hingefallen. Ja, okay. Ist einfach nur eine Hütte. Bei der neuen Hütte gibt es den Stempel 48, Stierbergteich. Wir haben jetzt was getrunken und jetzt geht es 3 Kilometer weiter zum Sophienhof. Irgendwie sehe ich heute voll müde aus. Kann daran liegen, dass ich bis 1 Uhr wach war. Ich freue mich schon richtig auf die Ziegenalm am Sophienhof. Da wollen wir nämlich mit euch hin. Und ich habe schon richtig Hunger. Immer noch 500 Meter. Wow. Hier ist ein Teich. Und da ist ein Stempel. Das ist aber ein anderer Stempel, nämlich Harztor Wanderkinder. Geht es noch ein bisschen weiter. Genau, und hier geht es jetzt rein zur Ziegenalm. Oh, hallo. Süß. Hey. Guck mal, süß, sich hingelegt. Hey. Oh, sorry. Tut mir leid. Oi, oi, oi. Guck mal, die macht's ganz schlau. Alles, was runterfällt, ist so von unten.
So, hinter mir ist der Hofladen mit Kaffee. Da gehen wir gleich hin, aber jetzt holen wir erstmal den Stempel ab. Hier haben wir den Stempel 97 Ziegenalm. Wir haben jetzt jeder einen Kuchen gegessen und was getrunken und jetzt müssen wir schnell zum Bahnhof. Denn der Bahnhof ist ein bisschen außerhalb vom Sophienhof und der Zug kommt bald. Der Bahnhof ist nicht ausgeschildert. Ich habe jetzt nochmal über Komoot geguckt, weil Google Maps wieder was komplett anderes macht. Und wir müssen hier nochmal durchs Dorf. Da sind wir vorhin hergekommen. Jetzt müssen wir nochmal hier lang. Jetzt sind wir gleich da, da ist nämlich schon die Schiene und Sophienhof ist so eine Haltestelle, wo die nur anhalten, wenn es irgendwie nötig ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sich da bemerkbar machen muss. Keine Ahnung. Ja, lass mal gucken, was da steht. Haltestelle Sophienhof HSB. Da. Aktuelle Uhrzeit 16.57 Uhr. Linie HSB. Fährt um 19.03 Uhr. Eine halbe Stunde. Ja, wir haben uns jetzt voll beeilt. Und dabei haben wir mal wieder Zeit. Aber wir hatten voll Angst, weil ja Google Maps das so blöd gemacht hat, dass wir voll zu spät kommen. Deswegen ja, sind wir halt voll schnell los und haben uns den Kuchen so reingestopft. Ah, hier. Bedarfshalt. Also man soll rechtzeitig natürlich da sein und gut sichtbar sein. Irgendwie sieht das richtig cool hier aus. Man könnte so voll die Fantasie haben und denken, man fährt so voll durch die Welt hier lang. Bevor wir jetzt in den Zug einsteigen, möchte ich mich jetzt noch von euch verabschieden. Wir sind insgesamt 11,7 Kilometer gelaufen und diesmal war es natürlich ja keine Rundwanderung, sondern nur eine Strecke und dann die Strecke mit der HSB zurück. Ich hoffe, dir hat diese Art des Videos gefallen und ich würde mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Autex wird es bestimmt auch noch geben und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Also bleib dabei, deine Wolfsfrei. Tschüss! Ja, wir haben uns gerade schon voll gefreut und da gesessen und gewartet. Aber dann kam kein Zug und die Uhrzeit ging schon um. Und dann haben wir in der Auskunft gesehen, dass der Zug ausfällt. Also gehen wir jetzt wieder zurück nach Benneckenstein. Und damit ist die Wanderung wieder viel, viel länger. Ich glaube, am Ende sind wir wieder bei 20 Kilometern oder so. Oh, wir sind da. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hier ist voll das Echo. Voll witzig. Das ist auch so witzig, wie auf den Schildern erst 5,0 Kilometer stand. Mittlerweile sind es 5,2 Kilometer, obwohl wir ein ordentliches Stückchen schon wieder gelaufen sind. Was soll das? Macht mir keine falschen Hoffnungen. Bevor wir jetzt in den Zug einsteigen, möchte ich mich... Bevor wir... Das Ding hat sie angetan. Ja. Die ist da einfach drin. Ja, das sagte ich, erzähle in diesem Video so wenig, aber ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ah. Boah, Spinnnetz. Wieder drauf. Robbimmel, Robbimmel, Robbum. Das ist der Stempel 57. Mann, fokussier doch. Immer noch so weit. Ah, bewegt sich zu viel. Ah. Ach, das hier ist Krugbergwasser oder was? Nee, nach links. Nee, der macht Durchfall. Oh, naja, passiert. Hier ist es echt schön ruhig und richtig viele Wiesen sind hier. Was war denn? Oh, Schreibt's mal in die Kommentare. Das macht aber nie jemand. Wenn ich jetzt sage, schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Ich lese nie so eine Kommentare. Leute, ihr müsst mal kommentieren, was das ist. Und ich glaube... mach weg. Schnell, schnell, schnell. Das schmatzt ja richtig rum. Ja, bald gibt's das. Ja, bald ist wieder Weihnachten.